Herzlich willkommen hier zur Wochenfolge hier in Thüringen. Ich fange jetzt weiter mit dem Ernte der Rüben auf Feld Nummer 37 noch den Rest. Also müssen wir alle Fahrzeuge mehr oder weniger starten. Die LKWs oder die Traktoren fahren bereits. Die Rübenernte noch nicht. Aber da schaut man gleich mal nach, dass es in Gang kommt. Erstmal fahre ich den LKW runter und dann werden wir mal sehen. Weil der Kursplan nicht gespeichert habe, dass ich jetzt im Prinzip jetzt Provision von Kursen bekomme, zumindest mit einem Helfer. Ne? So. Ein Helfer wäre die optimale Lösung. Denn die Ränder sind ja gut geerntet. Von daher machen wir mal so. So. Ein paar Rüben sind ja noch. Wir werden meist mal sehen, dass wir hier in der Ecke anfangen. Und zwar die Richtung grob geradeaus. Ja. Nacharbeiten nachher. Schauen wir gleich, dass ich hier. Der ist auch noch was frei. Wenn das mal so gut ist, wir fangen mal hier drüben an. Gleich mit. Runde ist eigentlich tragisch, aber da muss mal alles in Gang kommen, dass in der die Helfer, diese Abfahrerhilfe von Autoreif, das Auto entsprechend dann mitmachen, ne? Also ich will im Prinzip ungefähr hier so anfangen die Reihe von den Rüben. Ja, so. Die Abfahrer werden schon ein paar hinkriegen. Kennen wir halt parat, ne? Nicht alle sind hier jetzt im Grunde ja, halb voll wieder, ne? Wieder eine. Weiß nicht, warum der am Abladepunkt einfach rüberfährt. Ja, ich bin voll. Wir mussten ja sowieso entsprechend hier eingreifen und dann Anführungszeichen nacharbeiten. Komm, fahr einfach weiter. Oder? Müssen wir ein bisschen gucken, dass wir hier das so hinkriegen, dass wir parallel fahren. Etwa. Dann fällt er mit dran an, das ist nicht gut. Das ist dann ungut, also nicht so schön. Ja, ich wünsche allen einen schönen Samstag. Ja, der Samstag. Aufnahme ist auch Samstag. Von daher alles gut. Wir ein bisschen noch die Nacht in die Ohren schlagen, zumindest in eine Folge. Damit es morgen weitergeht, ne? Rhythmus, jeden Tag eine Folge von Thüringen. Gut.
lass mich mal fahren. Ich fahre und erstmal den LKW zurück zum globalen Markt. Und die anderen sind ja unterwegs. Die Faktoren eigentlich. Wo genau? Weiß ich nicht. Einer schon hier, aber die anderen beiden? Schauen wir mal. So, ein Faktor ist da. Der Regen ist so stark. Ich wollte sagen, die Aufnahme läuft nicht. Das wäre äußerst ungünstig gewesen. Na gut. Dann wäre das so, ne? Ja, wir machen ja mal jedenfalls hier weiter. Dass die Rüben noch gerne werden können. Das muss ich jetzt auch nicht durchziehen. Mehrere Folgen jetzt. Damit ich das fertig kriege, dass ich dann demnächst Mais machen kann. Ne? Beides zusammen ist nicht zu empfehlen, weil denn die Helfer immer weiß, obwohl auf Feld 37 kennzeichnet ist, dann trotzdem auf Feld Nummer 38 hinfahren. Ne? Das ist dann eine andere Frucht. Und wenn ihr plötzlich mal ein Heckel aufladen, Abladepunkt, globaler Markt, ja gut, das kann ich von da nochmals wieder rausholen, ist kein Thema, aber ich möchte ja Rüben loswerden, ne? Anführungszeichen. Und nicht die Hexe gehen, ne? Die anderen fahren irgendwo, ja. Und ich fahre auch schnell zum globalen Markt. Die Rüben für die Marsch. Sagt man so schön. Wollen wir da nur noch Zuckerfabrik aufbauen? Die Kamera ein bisschen gucken, drehen. So. So, hier am Land verschwinde. Auf geht's. Wir wollten noch schauen, wenn beim Mediamarkt die dann schon neue Rechner haben. Das lässt mir keine Ruhe. Der Preis muss stimmen, ne? Also teuer würde ich eigentlich nicht kaufen normalerweise. Was ich haben möchte, ist ungefähr arbeitsspeichermäßig mit 32 GB. 16 würden auch noch reichen zur Not. Würde ich ja zur Not später mal nachrüsten. Das Arbeitsspeicher ist also kein Problem. Festplatte gerne 2 Stück. Beide SSD nach Möglichkeit. Ladegeschwindigkeit ist angenehmer. Ja, und Grafikkarte 3080, die neue, das ist der Hauptgrund. Arbeitsspeicher Typ 3020 oder 3200 oder so. Von der Geschwindigkeit her. Ja, Prozessor 5,3 GHz. Das, ob nur 8 oder 10 Kerne ist dann egal. Hauptsache die haben 5,3. Ja, Zuckerrüben voll. Gut, ich bin unterwegs. So. Ja, gut, aber ich denke mal, ist. Ich habe die mal geguckt, die Grafikkarten, die jetzt da jetzt. Standen mal zwischen bis zu 850 Euro, glaube ich. Von MSI. Sehen aber nicht so aus wie jetzt von Nivea. Ne? Also die sehen dann auch ganz anders aus. Warum das so ist, keine Ahnung. Auch vom Preis her sind die teurer als die Original. Weil ich möchte ja ein komplettes System kaufen. Ne? Also nicht, dass ich. Zwecks. Ja, ich habe hier auch schon ein Bose-Programm, wo man ein bisschen hier übertakten kann man nicht sagen, aber doch, ja, das ist die Richtung schon, aber dieses schon Original-Software, also das ist alles überwacht, kann man sagen. Ne? Keine Fremdsoftware, sondern recht von der Grafikkarte, die Treiberfirma. Da muss man schauen, dass man was Gutes findet. Wir sind jetzt im Rechner sehr zufrieden.
Und leider ist es so, dass man irgendwann die Steigerung kommt. Ne? Und das ist jetzt nur der Fall. Schau mal. Ein 8-Kabel in dem Spiel, das ist Quatsch. Gut, wenn man so einen großen Monitor hätte, ne? Das ich hier. Was ich, 50 Zoll oder 55 Zoll. Die habe ich ja schon gesehen. Aber ehrlich gesagt, nee, das wäre jetzt nicht mein Fall. So, mal gucken hier drüben. Wo ist Platz? Muss. Ganz, ganz blöd sagen, ich muss den nutzen, der jetzt praktisch nicht in der Frucht steht, ne? Also ich brauche mehr Abfahrrad, steht fest, sonst wird nichts hier. Also in der Zukunft, ne, gerade Rüben oder Kartoffeln ist das gleich hilfreich, ne? So, und der andere muss aufpassen, dass der in die Richtung, richtige Richtung fährt, ne? Also links rum. Macht sie oder sehr eher korrekt. Gut. Frisur sitzt. Auf geht's. Gut, der erste ist da. War ja auch einen weiten Weg. Ne? Wir nehmen gleich den zweiten und dann gleich wieder zurück. Aber den gleich den richtigen, ganz gut, das passt. Aber wo der andere durchfährt, das weiß ich auch nicht. Ist auch egal, was. Hast du dann über zwei Worte nicht klappt? Oh, gut. Das ist leider so. Das können wir nicht ändern. Eine Fuge fast voll. Das wäre für einen flüssigen Ablauf fast besser, wenn die Hänger kleiner wären, ne? Oder Zweier gespannt zum Beispiel. Mit je 50.000 Liter oder so, ne? So haben wir ja rauf. Ich glaube 52.000. Glaube ich. Ungefähr jedenfalls. Der hat ja 59. Ist auch wieder voll. Oder fast voll. Das ist schlecht. Spät dran, ey. Muss ich auch. Den anderen halt nehmen, ne? Den. Diesen da.
dann lasse ich die anderen Fahrer lassen, machen lassen, den Bruch zerstören. Ja, und dann komme ich auch nicht ran. Doch, da oben vielleicht. Und er dreht. Mal sehen. Ich hätte den Kurs da speichern sollen. Obwohl ich eigentlich Rügen nicht so viel machen will. Auch nach Wolken geht es nicht, ne? Wenn man ein bisschen Abwechslung hat. Der ist voll. Der kommt jetzt genau entgegen. Na gut. Das ist nämlich typisch. Das sollte so nicht laufen. Aber es klappt nicht immer so, wie es klappen soll, ne? Na gut, da kommen wir dran. Muss er einmal noch voll machen hier. Hat er aufgehört zu arbeiten? Tatsächlich. Ich meine, zwei Rüben sind da richtig, also richtig schwer, ne? Also muss ich sagen, ne? Da wollte ich mitmachen, da wollte ich erscheinen. Ja. Da kommt da noch einer. Auf geht's. So, liebe Schauer, das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Schon für heutige Folge. Schau alle einen schönen Rest Samstag. Und dann noch tschüss und ciao. Und schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, bis morgen. Tschüss.